Hallo, guten Tag, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen an diesem Montagabend zu einer weiteren Vlog-Folge hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar vom 3-Stunden-Rennen in Essen. Ich war ja dort als Gaststarter wieder mal unterwegs beim KO-Team, und zwar in unserem Junior- bzw. in deren Junior-Team. Und ich habe einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung am Wochenende. Und es hat eigentlich mal Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das andere Mal nicht Spaß gemacht hat, aber wenn man doch ein bisschen mitschwimmen kann, ist die ganze Geschichte doch ein bisschen interessanter, als wenn man hoffnungslos hinterherfährt. Und das war an diesem Wochenende nicht der Fall. Dafür gibt es auch einen Grund, und zwar haben die eine Komponente an den Karts geändert. Hier sehen wir jetzt gerade, wie ich aufs Kart steige. Muss jetzt noch eben kurz warten. Ich habe mich davor schon kurz vorbereitet. Und jetzt geht's los. Und zwar haben die eine andere Reifenmischung, die wohl etwas härter oder weicher ist, je nachdem. Und man muss ein bisschen langsamer die Kurve anfahren. Dafür kann man dann aber schneller rausfahren. Also sie hat am Kurvenausgang mehr Grip. Und das ist meinem Fahrstil wohl sehr entgegengekommen. Also ich habe mich auf den Reifen sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Zudem habe ich endlich gelernt, beziehungsweise komischerweise ging das auf einmal. Ich habe keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt, mit dem Gas zu spielen, dass ich nur so, zum Beispiel hier diese Kurve, die konnte man besser durchfahren, wenn man halb auf dem Gas gewesen ist und dann diese Kurve wieder rauszieht. Eben kurz zu der Person, die wir jetzt hier vorbeilassen. Die wird uns jetzt ein bisschen verfolgen. Er zeigt jetzt hier Daumen hoch. Und ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich an einer Person dranbleiben kann in diesen 3 Stunden. Und eigentlich war jetzt ja mein Ziel für dieses Jahr rankommen ans Mittelfeld, und das, wenn die Reifenthematik so bleibt. Dann denke ich, es ist hiermit geschafft. Also ich habe auch im Rennen endlich mal eine Zeit unter 2 Minuten gefahren. Und das war nur 2 Sekunden langsamer als die Bestzeit von, ich glaube, 57,8 war es. Und ich hatte eine 59,87. Also 1 Minute, natürlich davor. 59 da zu fahren, das wäre schon mit Fliegen verbunden. Das schafft man nicht. Und das war auch mein Ziel für den gestrigen Tag, endlich mal unter 2 Minuten zu kommen, und ich habe es auch geschafft. Und zwar nur zweimal, danach bin ich immer niedrige 2 Minuten gefahren, aber ich habe es dafür geschafft, ziemlich konstant zu fahren. Also es war eigentlich immer 2 Minuten, niedrige 2 Minuten, ab und zu mal einen kleinen Ausreißer nach oben. Das ist auf dieser Strecke, ja, ist noch zu verkraften, aber so langsam kommt's. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Jetzt warte ich nochmal das Rennen im Dezember ab, was da noch so passiert. Im November kann ich leider nicht starten. Ja, kommen wir nachher noch zu. Ja, man sieht es hier, ich kann eigentlich ganz gut mithalten. Das hat mich da schon gewundert. Er fährt hier auch ein bisschen komisch, die zwei Spitzkehren, kann man so sagen, die Kurvenkombination hier ein bisschen komisch an, mittig. Keine Ahnung warum. Also es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Rennen für mich, wo ich endlich sagen konnte, boah, in Essen bist du auch mal angekommen, weil, wie gesagt, normalerweise kommt man da ja hin, das habt ihr ja schon ein paar Mal mitgekriegt, und kriegt erstmal selbst vom hinteren Mittelfeld in der Division 2 eine Sekunde eingeschenkt, obwohl man so denkt, so ein bisschen, was kann man ja schon auf Kart. Und ich denke, ich darf das auch so ein kleines bisschen von mir behaupten. Ich bin natürlich auch noch nicht top of the best, was weiß ich. Ist ja ganz klar. Ich muss auch noch viel lernen. Aber ein bisschen was kann man ja schon. Und dann kommt man hier hin, und dann ist das Niveau, also die hauen dir ja sowas um die Ohren, das ist ja nicht mehr normal. Aber nur so lernt man natürlich, wenn man dann so am Mittelfeld mitfährt und dann innerhalb eines Jahres ans Mittelfeld rankommt. Also da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Ob es jetzt wirklich nur an den Reifen liegt, weiß ich nicht.
Schade eigentlich, dass sie, weil das hätte ich jetzt wohl gerne gewusst, wie ich jetzt auch der anderen Reifenmischung mithalten kann, weil man ja ungefähr die Zeiten weiß, wie die vorher waren bei den Dreier. Und ja, hätte mich wohl interessiert, aber gut. So hat es mir natürlich auch in die Karten gespielt. Also, wie gesagt, auf den Reifen keine Ahnung warum, aber es hat mir gut gefallen. Es gab viele, die haben sich aufgeregt, weil man die Kurve ganz anders anfahren muss. Also, so dieses übliche Reinhacken, was man eigentlich macht, damit das Kartenhaus das tut, was man will. So wie hier. Das ging eigentlich nicht mehr, weil man komplettes Untersteuern hat, bis die Reifen dann auf einmal Grip kriegen und dann zieht es einen rum. Also man muss eigentlich viel runder fahren und ja, wie ihr wisst, mein Fahrstil ist ja eigentlich eher runder. Deswegen fühle ich mich ja auch in Oldenzaal sehr zu Hause. Und das passt eigentlich zu meinem Fahrstil sehr gut. Dieses Abgehackte, da bin ich ja nicht so für, müsstet ihr ja mittlerweile mal wissen. Und ja, ich bin gespannt, was das nächste Jahr bringt. Natürlich haben wir ja noch ein Rennen im Dezember, also da werde ich auch noch dran teilnehmen. Im November, das wird mir zu teuer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zweitens muss ich an dem Wochenende dann auch arbeiten. Aber wir haben ein Monsterwochenende im November, das ist nämlich der 17. 18. Da haben wir erstens unseren zweiten Lauf vom Wintercup und zweitens dann direkt das Qualifying und anderen Tag das 12er in Oldenzaal hinterher. Und ich denke, das ist dann genug für den November und im Dezember dann noch dieses 3-Stunden-Rennen zum Saisonabschluss für 2018, denke ich, ist ganz gut. Und ich freue mich schon drauf. Also November wird nochmal eine Nummer da. Das Mega-Wochenende, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Also das wird echt spannend. Und ja, dann halt der Saisonabschluss im Dezember. Und dann geht es erst Ende Januar weiter mit unserem Wintercup. Und ich muss mal sehen, wie das mit K.O. weitergeht hier. Ob man da welche zusammenraffen können, die hier beim Dreier und auch beim Zwölfer in Essen mitfahren. Weil das Zwölfer würde mich auf jeden Fall interessieren, auch das Dreier eigentlich, weil das ist. Also wie gesagt, viel mehr kann man eigentlich nicht lernen, weil mit Oldenzaal zusammen ist die Lernkurve eigentlich ziemlich steil. Hier ist natürlich Linie auf jeden Fall wichtig, vor allen Dingen man hat so viele Kurvenkombinationen, die man hier auf dieser Strecke vereint hat, wo man so viel von mitnehmen kann und dann noch die Top-Leute, die auf dieser Strecke sind, wenn man da mithalten kann, dann kann man sich auch viel, viel abschauen. Ich mache es eigentlich auch immer so, dass ich außerhalb meines Stints dann immer mal kurz rumgehe und schaue, wie zum Beispiel die einzelnen Kurven anfahren. Das hilft wohl sehr viel. Also zum Beispiel habe ich auch gesehen, wenn man jetzt auf die gelbe Bahn kommt, dann kommt man ja in die Kurve, zeige ich euch gleich. Ja, warten wir mal, bis ich da bin. Das sieht man dann halt alles, wenn man die Leute beobachtet. Auch hier, ich dachte erst, Lupfen wäre wohl gut, aber die fahren da Vollgas durch. Wie die das geschafft haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich da noch ein bisschen Zeit verloren habe. Aber gut, wie gesagt, das ist ja immer nicht das Nonplusultra, was hier so Phase ist. Aber allein, dass man dann außen mal steht und guckt, wie die anderen fahren, das bringt schon sehr, sehr viel. Dann kann man selber mal ein bisschen was ausprobieren, wie das funktioniert. Zum Beispiel auch von Teamkollegen gesagt gekriegt, dass man hier in die Halle rein einfach nur einmal kurz reinhacken muss, weil der Grip außerhalb der Karthalle war phänomenal mit den Reifen. Und in der Karthalle hat man ja halt mega Untersteuern gehabt, was ich gerade schon mal gesagt hatte. Und wenn man jetzt einmal reinhackt, dann zieht sich das Kart schön um die Kurve rum. Da man aber den Kurvenausgang nicht sehen kann, muss man da ein bisschen Überwindung haben, dass man da wieder voll aufs Gas geht. Also es ist wirklich so. Aber es passt. Man hat es gerade gesehen. Also einmal kurz reinhaken. Jetzt am Anfang war es noch nicht so perfekt, aber zum Schluss hin ging es doch eigentlich schon ziemlich gut. Und ja, sowas kriegt man halt mit, wenn man außerhalb mal ein bisschen zuguckt oder halt sich mit Leuten unterhält, auch vom Team, die natürlich dann schneller sind als einer, als man selber. So, jetzt kommen wir auf die Kurve zu, die ich meine. Das ist nämlich die hier. Da habe ich von außen gesehen, dass sie immer an diesem Strich bremsen. Das habe ich ab da auch gemacht und man sieht, ich komme direkt viel besser durch. Und das ist natürlich dann, ja, wenn man von außen beobachtet, sieht man sowas halt. Und hier auch, ich weiß nicht, warum der vor mir da bremst. Ihr seht das ja, wir hatten ziemlichen Abstand, aber wir holen jetzt wieder auf. Und in der Zeit habe ich auch meine schnellsten Runden gefahren.
Danach habe ich leider keine Zeit mehr unter 2 Minuten hingekriegt. Also ich war zweimal knapp dran, einmal mit 2 Minuten 001 und dann mit 2 Minuten 0015, glaube ich. Und der Rest war alle 2 Minuten 002, 2 Minuten 003. Auf der langen Runde finde ich eigentlich schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was da gestern gelaufen ist. Ich bin wieder eine Stunde gefahren. Wir hatten einen Neuen in unserem Team, der hat sich das noch nicht zugetraut, einen Stundenstint zu fahren. Sonst hätten wir direkt am Anfang einen Stopp gemacht und am Ende nochmal einen. So haben wir aber die beiden letzten Stints gesplittet. Einmal eine halbe Stunde für die beiden anderen Fahrer, also halbe Stunde, dann bin ich in der Mitte des Rennens eine Stunde aufs Kark gegangen und dann die letzte Stunde des Dreiers dann nochmal wieder eine halbe Stunde gesplittet. Das ging ganz gut. Für mich finde ich aber eine Stunde besser, weil diese Strecke ist ja extrem lang und wenn man das jetzt mal hochrechnet, 2 Minuten braucht man für eine Runde, dann hat man gerade mal 15 Runden und muss schon wieder an die Box. Finde ich persönlich, ja, ist jetzt auch nicht wenig, aber ja, ich habe da lieber ein bisschen mehr Track-Time, um mich da an die Strecke zu gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das ist ja eben das eine. Wir haben es ja so ganz gut hingekriegt und wir müssen ja sowieso 4 Boxenstopps machen, also Fahrerwechsel machen und von daher. Ja, alles gut. Und man sieht, wir können uns hier jetzt langsam ranrobben, deswegen habe ich das jetzt auch komplett mit reingenommen. Das ist jetzt die ersten 15 Minuten des Stints. Knapp, ein bisschen weniger, 10 bis 15 Minuten. Und das hat mich echt gewundert. Und das ist auch das, was endlich wieder Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, man kriegt ja, wenn man hier hinkommt, erstmal richtig Klatsche. Und jetzt zum ersten Mal, wo ich auf dieser Strecke mitfahre, kann ich endlich mal wieder mithalten mit jemandem, egal wen. Es macht einfach Spaß. Das war zwar ein XXL-Team, also ein Division 3-Team, aber es tut ja nichts zur Sache. Es ist einfach ein Erfolgserlebnis, was man endlich mal braucht zum Jahresende. Zum Saisonende der Dreier-Serie. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Jungs von FTD, die kennen wir auch schon vom Dreier in Haaren, da sind die auch gefahren. Die fahren hier auch mit. Das Team 1 in Division 1 war aber nicht in Top-Besetzung. Also die Jungs aus Haaren habe ich da nicht gesehen, sonst hätte ich mal Hallo gesagt, aber die waren leider nicht da. Und das hier ist jetzt das XXL-Team von denen. Wie gesagt, Division 3-Team. Division 3 hier nochmal zur Erklärung, sind über 100 Kilo. Also die fahren 100 Kilo. Das sind für die Fahrer, die über 95 Kilo wiegen, die können sich in Division 3 eintragen und dann die Division 3 rausfahren. Sind auch immer 5-6 Teams, die da mitfahren, also schon spannend. Und die fahren teilweise dann auch schneller wie wir als Junior-Team. Jetzt lässt er mich hier vorbei. Da hatte ich jetzt schon Panik, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin das ja nicht gewohnt da, dass mich jemand vorbeilässt. Das kenne ich ja nicht. Habe ich vorher noch nie mitgemacht. Und jetzt bin ich eigentlich ein bisschen unter Zugzwang, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich mich von ihm absetzen konnte und das hat mir dann schon geholfen. Aber wie gesagt, jetzt hier nach bin ich dann nicht mehr an die 1 Minute 59 rangekommen. Das hat dann nicht mehr gepasst. Schade drum. Meine beste Zeit war eine 1:59,87. Die hat sich jetzt in meinen Kopf eingebrannt. Ich denke, die werde ich auch so schnell nicht vergessen, bis ich eine bessere Zeit fahre. Also nächste Saison dann sich im Mittelfeld etablieren ist für mich auf jeden Fall das Ziel bei diesem Dreier, wenn ich dann ein Team zusammenkriege, die mit mir fahren wollen. So, jetzt muss ich hier zum Kartwechsel. Das kennt ihr auch schon von dem anderen Vlog-Video. Ich nehme das aber gerne immer mit rein, so als kleine Veranschaulichung für die, die auch mal gerne mitfahren wollen. Jetzt sehe ich hier nicht, dass oben links die 25 steht, sondern 8 unten rechts auf das Feld, aber da brauche ich eigentlich nicht drauf achten. Jetzt habe ich hier wieder Schwierigkeiten mit dem Transponder, wie auch schon beim 12er in Bisping. Das ist ein bisschen schwieriger gewesen als sonst, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise ist die Lasche immer schon so ein bisschen vorgespannt, dass man den einfach so draufschieben kann. Diesmal musste man die Lasche selber ein bisschen eindrücken. Das kannte ich sonst nicht. Und die hatten dann da an dem Tag wohl mehr Schwierigkeiten mit den Transpondern. Das hat sogar für eine Rotphase gesorgt. Nämlich, dass ein Team hat
den Transponder zu weit drauf gedrückt oder sonstiges und die mussten ihn wirklich das Kart hochheben und mit dem Hammer drauf, damit die den Transponder da runter kriegen. Und das hat gute 2 Minuten gedauert und für eine Rotphase gesorgt. Also schon eine Nummer, aber gut, das kann halt passieren. Ne? Ja, jetzt kommt ein bisschen Verkehr. Ich habe mir aber gedacht, komm, fahr drauf, der kann dann gleich innen durch und genauso ist es auch gekommen. Jetzt fährt er hier links daneben. Top gemacht eigentlich. Weite Teile dieses Stints bin ich eigentlich ziemlich alleine gefahren. Ich habe jetzt noch eine kleine Szene, die wollte ich nochmal mit reinnehmen, um zu zeigen, dass ich endlich mal nicht der Langsamste auf der Strecke war. Wie gesagt, das kennt man ja gar nicht. Ihr merkt das auch, wie euphorisch ich eigentlich bin. Endlich mal in Essen ein Erfolgserlebnis. Also, das musste endlich mal sein, wie gesagt. Zum Ende des Jahres hin ist das schon ein persönlicher Abschluss mit mir und Daytona in Essen. Und ja, schon sehr, sehr gut. Ja, jetzt sehen wir das hier. Ich wollte hier eigentlich an ihm auch noch dran bleiben, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft, weil das, glaube ich, ist sogar ein Division 1-Team. Also da bin ich nicht mitgekommen. Die kommen aus den Kurven einfach noch viel besser raus. Also jetzt gucke ich hier noch, ob ich die Gewichte überhaupt mitgenommen habe. Die kommen aus den Kurven einfach noch besser raus. Da muss ich irgendwie noch ein bisschen was finden, wo ich da noch Zeit verliere. So, jetzt kommen wir hier noch zu einer weiteren Sache. Und zwar da vorne der Rote. Der ist etwas langsamer als ich. Als wie ich. Und ich kann da sehr gut aufholen. Allerdings währt das nicht lange. Schade drum. Also hier aus der Halle, also jetzt auch hier außen, da habe ich mich auf dem Reifen einfach sehr gut zurechtgefunden, muss ich sagen. Das hat mir einfach viel besser gefallen als mit den anderen Reifen, weil die anderen Reifen schmieren einfach extrem, wenn du viel Grip auf der Strecke hast und dann, so wie jetzt, es ziemlich warm ist, dann schmieren die extrem und man hat dann halt außen untersteuern. Deswegen hätte mich das auch interessiert, wenn die jetzt auf den alten Reifen gefahren wären und dann nur innen, wie das dann zeitentechnisch ausgesehen hätte bei mir. Aber gut, ich denke, im Dezember werden die dann nicht unbedingt draußen fahren. Man weiß es aber nicht. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass im Oktober nochmal 26 Grad wird. Also von daher warten wir es mal ab, wie es im Dezember dann aussieht. Und ja, wir sehen es auf jeden Fall dann im Dezember. Wie gesagt, wäre wohl cool, wenn ich für nächstes Jahr, wenn wir die Karol Junioren noch zusammenkriegen, dass wir da noch Teams an den Start kriegen von den Junioren. Dirk, der pausiert ja ein bisschen aufgrund privater Angelegenheiten. Das ist der Teamchef von KO und der muss ein Jahr aussetzen und damit sich das nicht völlig auseinanderläuft. Aber zwei Teammitglieder, die gestern mit mir gefahren sind, also sie sind eigentlich immer dabei. Ich denke, da kriegt man auf jeden Fall ein Team zusammen für wenigstens ein, zwei Rennen. Ich kann ja auch nicht immer, will ich auch gar nicht unbedingt, weil nach Essen fahren ist auch schon eine Strecke und dann noch 85 € Startgebühr bezahlen, wenn man denn zu zweit fährt, ist natürlich auch noch eine Nummer. Oder wir starten vielleicht mal als ITS Racing, wäre ja auch mal eine Idee, wenn ich vielleicht mal Bernd oder Christopher oder vielleicht auch mal Dennis oder Mike dazu kriege, mal mitzufahren. Oder auch, ja, wir haben ja genug Leute. Wolfgang, da gibt es ja ein paar, die da noch zugehören. Vielleicht haben ja auch andere noch Interesse, die jetzt am Wintercup teilnehmen. Können sich gerne mal melden bei uns. Wir sind immer froh, wenn wir Leute finden, die dasselbe Interesse haben wie wir und an solchen tollen Veranstaltungen mit teilnehmen wollen. Das macht auf jeden Fall Spaß und man lernt sehr viel, auch sehr viele nette Leute kennen, die alle den gleichen Nagel im Kopf haben wie wir und von daher ist schon eine spannende Angelegenheit. Ja, und jetzt sieht man das hier, wie wir hier doch sehr nahe kommen. Man sieht jetzt auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Kurve ziemlich blind zu fahren ist, man das aber ziemlich gut trifft, wenn man einfach den Rat befolgt von seinen Teamkollegen. Deswegen, man muss einfach zuhören und lernen und mit jeder Runde einfach seine Linie mal ein bisschen anpassen. Vielleicht ist das eine schneller, das andere langsamer, man weiß es nicht. Er kommt jetzt ziemlich weit raus und fährt jetzt hier auch einen ziemlich weiten Bogen. Und das sieht man auch direkt, das hat wieder Zehntel für ihn gekostet. Und na, jetzt war ich hier ein bisschen am Rutschen. Ist natürlich nicht clever. Aber er muss jetzt
leider in die Box. Schade drum. Ich hätte mich darauf gefreut, endlich mal zu fighten. Hat aber nicht sollen sein. Aber gut. Wie gesagt, ich hatte genug Spaß an dem Tag und habe sehr viel gelernt. Auch wie jetzt zum Beispiel mit dem Gas spielen kann. Alles sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich freue mich schon drauf, das jetzt mal auf anderen Kartstrecken auszuprobieren. Ist ja immer wieder was anderes, wenn man auf anderen Karttypen fährt. Von daher schauen wir mal, wie es jetzt meinem Fahrstil zugute kommt. So, jetzt kommen wir zum Schluss meines Stints. Da möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, ganz kurz für eigene Sache Werbung zu machen. Wir haben nächste Woche den Saisonstart des ITS Wintercups 2018 in Haaren auf dem Emslandring. Wenn ihr Lust habt, ich habe euch unten in der Beschreibung die Anmeldung verlinkt. Eventuell kennt ihr auch noch einen, der unbedingt daran teilnehmen muss und das nicht verpassen darf. Dann dürft ihr euch natürlich oder auch ihn gerne anmelden. Wir haben noch 3 Plätze für dieses Rennen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich kann euch versprechen, das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Und vor allen Dingen mit dem neuen Reglement und den 3 Strecken, die wir jetzt dazu gekriegt haben, denke ich, wird das eine sehr spannende Meisterschaft. Und ich freue mich schon riesig drauf. Also die Vorfreude ist unhaltbar. Das wird eine schlaflose Woche, hätte ich beinahe gesagt. Also ich freue mich wirklich und auch neue Leute dabei kennenzulernen, die dann erfolgreich mit uns Kart fahren. Das wird eine spannende Sache. Und ich hoffe einfach auf eine spannende Meisterschaft, die bis zum Schluss dann offen ist. Schauen wir mal, wie es wird. Durch das neue Reglement sind eigentlich alle Wege offen. Wie gesagt, wenn ihr daran teilnehmen wollt, meldet euch gerne an. Die Pokale habe ich ja auch schon mal verlinkt bzw. gezeigt auf Facebook. Also die könnt ihr gewinnen. Jeder kriegt einen Pokal, die unter die Top 15 kommen. Von daher, ich kann es nochmal wiederholen, meldet euch gerne an. Und ich freue mich auf euch. Wir sehen jetzt hier die letzten Bilder aus Essen. Das sind jetzt die letzten Meter, die ich hier jetzt am gestrigen Tag, na, am gestrigen Tag, jetzt soll ich es verraten, dass ich am Sonntag kommentiere. Also am Samstag gefahren bin. Ja, jetzt mache ich hier, man sieht, ich will selbst die letzte Runde noch gut hinkriegen. Ich habe da noch 2 Fehler drin. Das erste Kart war besser auf der Bremse, das zweite war ein bisschen komisch, wenn man zu doll gebremst hat, dann fing das ab einem bestimmten Punkt an zu rutschen. Das war bei dem anderen nicht so. Da konnte man voll reinhacken und dann. Das war stabiler auf der Bremse, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Jetzt kommen wir hier zum Fahrerwechsel und damit zum Schluss des Vlogs von unserer Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch, da auch gerne ein Abo. Hier gibt es ja jetzt auch ein bisschen mehr jetzt wieder vom Wintercup, ein paar Videos. Highlight-Videos und natürlich auch vom Monster-Wochenende im November. Lasst gerne ein Abo da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montagabend. Bis dahin. Ciao, ciao.